hier gehen wir dann schon einen Schritt weiter von, nochmal zurück zu der Seite, von der Website-Struktur auf den sogenannten Template-Manager. Die Basis eigentlich, bevor wir anfangen, eine Website aufzubauen, bevor ich Strukturen aufbauen kann, brauche ich ein Design. Und bei dem Design ist es so, das haben wir ja vorhin auch in der CMS-Definition genau gesehen. Design sollte von Content, also von dem eigentlichen textlichen und Informationsinhalt getrennt sein, so dass man in der täglichen Arbeit zwar an dem Content arbeiten kann, aber nicht in die Versuchung oder in die Gefahr läuft, das Design zu zerstören. Erfahrungsgemäß ist es so, Design wird einmal aufgesetzt und vielleicht alle 12 bis 24 Monate einmal geändert, gerade bei kleineren Webseiten, während Content sollte leben und man sollte natürlich entsprechend möglichst viel an Informationen aktuell halten können, ohne dass man dafür jedes Mal wieder einen Programmierer herbeiholt. Das Design oder die Design-Templates basieren auf unserem Design- und Vorlagenassistenten, über den Sie klassisch wie in einem Wizard entsprechende Designs aus Kategorien auswählen können und dann innerhalb der Kategorien die unterschiedlichsten Vorlagen auch farblich anpassen können. Dazu haben wir jetzt gerade heute auch aktuell freigeschaltet auf www.masch.com eine Designbibliothek für CM Studio 2012 freigegeben, damit man sich, wenn der Kunde fragt, was kann ich denn machen, dann habe ich hier unter Lösungen im Rahmen neben der Online-University auch in Zukunft eine Designbibliothek. Wir haben sie jetzt heute schon freigeschaltet. Optisch gefällt sie mir noch nicht 100%, das werden wir aber noch ein bisschen ändern, während die Designs hier auch mehr in Menüstrukturen liegen. Aber Sie können sich hier jetzt ansehen in Zukunft, beispielsweise Kunde hat eine Webseite im Restaurantbereich oder ich sag mal ein Autohaus, dann kann ich hier auf Auto klicken, dann bekomme ich hier entsprechende Designentwürfe gezeigt. Und die kann ich mir auch, wenn ich hier draufklicke, natürlich den Screenshot mal größer ansehen, damit ich einfach ein bisschen mehr Details erkenne. Das heißt, hier sind eine Vielzahl von Designs auch noch dann in den unterschiedlichen Farben möglich. So, diese Designs, wie sie hier auf dem Webserver liegen, können Sie relativ einfach in CM Studio integrieren. Dazu schaue ich jetzt mal gerade. Ah ja, hier bin ich richtig. Hier bin ich auf meiner Demo-Seite. Hier können wir in die Design-Vorlagen gehen. Grundsätzlich ist ein solches Design hier hinterlegt als Template. Was man da alles dran ändern kann, das werde ich noch in der zweistündigen Session ausführlich zeigen. Ich möchte Ihnen heute nur einen ganz kurzen Einblick geben, erstmal so ein Grundverständnis für den Vorlagenassistenten. Wir haben für das Thema Design-Template und Gestaltung einer Vorlage in den nächsten 2 Wochen nochmal komplett 2 Stunden Zeit. Da werden wir auch intensiver darauf ausgehen. Einfach nur mal ganz kurz angeschnitten, was leistet der Vorlagenassistent? Ich kann also hier wählen. Da sind eine ganze Menge Kategorien, zum Beispiel zum Thema Hotels. Da kann ich mir dann auch ansehen, wie sieht das Ganze denn aus? Eher südlich italienisch mit viel Meer oder eher designtechnisch etwas moderner. Und wenn ich jetzt sage, okay, also das Design gefällt mir für das Hotel, mit dem ich gerade spreche, dann kann ich jetzt hier auch sagen, weiter. Dann kann ich noch sehen, welche der Grundfarben ist denn möglich. Ich habe eine Grundfarbpalette, wo ich mir entsprechende Grundfarbtöne auswählen kann. Ich kann die dazugehörigen sinnvollen Schriftarten mir auswählen, sollen meine Schriften als Arialschriften, als Verdana oder als Times-Schrift dargestellt werden. Lassen wir es einfach mal bei der Verdana-Schrift. Und ich kann jetzt sagen, okay, Hotel Demo. So möchte ich das Ganze
prüfen, ob das Design so hinterlegt werden kann. Ja, den kann ich verwenden. Jetzt kann ich Klick machen. Jetzt zeigt er mir an, was hat er für eine Schriftart als Grundschriftart ausgewählt, welche Farbpalette, aus welcher Vorlage ist das Ganze entstanden. So, und so hier schließe ich jetzt erstmal ab oder breche ab und kann dann eine Grundtemplate, eine Basislayout erstellen, so wie das für mein CM Studio Design von MSI Tech auch passiert ist. Und wenn wir hier einfach mal einen ganz kurzen Mausklick drauf machen, nur einen Schnelldurchlauf, damit Sie einfach sehen, was designtechnisch alles möglich ist, dann sehen Sie, hier ist ein entsprechendes Design individuell angepasst worden mit einer Grafik. Hier ist eine Sektion, das ist, wenn Sie auf die MSI Tech Seite gucken, die linke Leiste, wo eine entsprechende Grafikbox eingebaut worden ist. Mit Body wird der Text gestaltet. Hier läuft die Menüstruktur drüber. Ich kann das Menüdesign auch hier definieren, über Schriftgrößen, über Farben entsprechend anpassen. Ich kann die Baumstruktur in meinem System generieren. Ich kann sagen, wie breit dürfen Formulare bei mir werden. Ich habe natürlich die Möglichkeit, Schriftarten auch nachträglich nochmal zu ändern und andere Schriftarten auszuwählen. Also es gibt eine Vielzahl von webkompatiblen Schriften. Sie werden natürlich nicht alle Schriften haben, die es grundsätzlich unter Windows oder auf dem Macintosh gibt, sondern es ist natürlich immer ein Ausschnitt. Aber Sie können entsprechend Überschriften, also Schriftarten, vordefinieren. Sie können sagen, bei Fehlermeldungen nehme ich jetzt nicht die Default-Schrift, sondern dann nehme ich die Georgia. Normaler Text wird als Verdana 13 Punkt gesetzt. Also ich habe hier alle Möglichkeiten und auch für den, ich sag mal, der programmiertechnisch ein Experte ist, kann ich natürlich hier auch noch Stylesheets manuell hinterlegen und auch entsprechende JavaScript-Technologie verwenden. So viel Schnelldurchgang oder Grundeinführung des und des Vorlagenassistenten. Wichtig für Sie ist, denke ich, erstmal jetzt mit Status von heute, dass Sie wissen, ja, das findet man in der Werbung derzeit bei 1&1 immer so schön, dass es Baukastenprinzipien gibt, wo ich mir eine Webseite zusammenbauen kann. Und ich bin letzte Woche gefragt worden von einem Händler und sagte, ja, das ist das, was der Kunde will, aber bei CM Studio muss ich ja immer erstmal ganz von Hand, vom Scratch was machen, also es ist ja doch ein Expertensystem. Nein, wir haben dieses Baukastenprinzip über den Template Manager mit dem Seiten- oder Vorlagenassistenten komplett schon zu CM Studio 4 Zeiten drin gehabt und jetzt mit CM Studio 2012 noch einmal verbessert. Letztendlich sage ich mal, wenn ich dann ein Design ausgewählt habe, dann kann das Ganze so aussehen.